Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamerscheck LP. Ich bin der Onkel und wir zocken eine Runde DayZ Standalone. Ja, warum angezockt? Da hat Luther schon ein Projekt draus gemacht. Ja, es liegt einfach daran, weil ich jetzt seit, ja, Jahren mal wieder in dieses Spiel hier reinschaue und ich kein Projekt, ich wusste es nicht so ganz genau, wie ich es nennen soll. Deswegen habe ich einfach mal angezockt draus gemacht. Und ja, we wish you a happy new year. Dankeschön, das freut mich. Das wünschen wir euch natürlich auch. Und ja, also irgendwie. Und ich wollte dann mal wieder in die DayZ, die Standalone, mal reinschauen, was sich so verändert hat. Und ob sich was verändert hat, ob sich irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wir werden mal schauen. Was ich schon gemerkt habe, wir können jetzt hier an Büschen. Entschuldigung, ein bisschen Bären sammeln, aber kann man hier dann doch nicht. Boah, jetzt mache ich einen Bäuer schon ins Mikrofon. Das tut mir echt leid, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das ist natürlich wieder. Ja, und ich muss sagen, irgendwie sieht das alles so verschwommen aus, oder? Meine Figur? Warum bin ich eine Frau? Das ist immer das, was ich nicht verstanden habe, bis heute nicht an DayZ, an der Standalone. Man kreiert sich seinen Charakter. Man kreiert sich seinen Charakter im Menü. Aber prinzipiell kriegt man einen anderen vorgesetzt. Das verstehe ich nicht. Meist du Matsch Krampels. Ja, wir haben Hunger. Haben wir denn dabei, hier so ein bisschen was zu verbinden. Oh, und eine Flair, das ist immer sowas von hilfreich, so eine scheiß Flair. Ich muss gucken, ob meine ganzen Einstellungen noch da sind. Hier renne ich. Okay, und ja, okay. Boah, ich habe jetzt wirklich schon ewig kein DayZ mehr gezockt. Aber ich war ja damals auch nie sehr gut. Kann man hier diese tollen Kürbisse nehmen? Also wenn es um PvP ging, war ich damals nie sehr gut. Upsala. Hallo? Take. F. Was habe ich denn jetzt getaked? Weapon Cleaning Kit. Mhm. Ein, kann man also seine Waffen säubern. Interessant. Take. Was haben wir denn jetzt wieder getaked? Aha. Samen. Zucchini-Samen. Was ist das? Pfeffer-Samen. Cool. Verschlossene Türen. Wahnsinn. Aber wie das Spiel auch so mega, oh, wie verschwommen das alles aussieht. Die haben das alles so, ich weiß auch nicht. Reis? Okay, ja genau, wir sind ja hungrig, wir können mal ein bisschen Reis essen, das ist richtig. Wow, Wahnsinn, wir haben Reis gefunden. Achso, wir können es nicht tragen, deswegen. Oder? Ist das normal so? Oder ist das so. Oder kommt mir. Bin ich jetzt blöde? Ist das wirklich so verschwommen? Oder? Oh, eine Brille, ganz wichtig. Ja, ich finde es irgendwie schade, DayZ, dass das leider sowas von. Konsum, Vitamins. Vitamine fressen, ja. Yeah. Keine Ahnung, für was die gut sind. Ja, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass DayZ so untergegangen ist und dass dieses Standalone sowas von megamäßig nach hinten losgegangen ist. Weil diese Leute es einfach nicht gebacken kriegen, dieses Spiel mal fertigzustellen, beziehungsweise mal ordentlich Sachen reinzupacken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was sich hier jetzt verändert hat. In der ganzen Zeit, ob es jetzt hier auch Fahrzeuge gibt oder was weiß ich.
natürlich da. Hab mich da jetzt auch nicht vorher informiert. Ich wollte einfach mal wieder anzocken. Huch. Was war denn das? Das war ein Baum. Oh, hier ein Baum. Man kann ihn nicht aufheben. Warum? Ach, wir sind durstig. Warum kann ich denn dich nicht anziehen? Hallo? Warum kann ich das nicht anziehen? Ach, muss ich draufziehen? Aha, okay. Und hier? Hosen, grüne Hosen. Natürlich sehr interessant. Ja, also ein, was sie versprochen haben, haben sie auf jeden Fall gemacht. Und zwar, es gibt viele Klamottenarten. Was dich aber leider nicht weiterbringt in dem Spiel. Denn es, wir sind, glaube ich, Richtung Tscherno gerade. Das muss ich wieder hier zurechtfinden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das müsste Tscherno sein. Take. Haben wir denn hier zum Taken? Was ist denn das? Injektionsvial und wir haben hier Lederschuhe brauen. Was ist da? Ihr könnt mir ja, wie gesagt, eine Beschreibung mal, eine Beschreibung unten in die Kommentare schreiben. Ja, yeah. Hier hast du die Samen. Da hast du die Samen. Da. Wie kann ich denn... Wieso kann ich hier nicht drüber springen? Ich habe einfach mal so die falsche Taste hier. Meine ganzen Tasten sind weg. Weil bei mir war eigentlich immer... Ach, das ist jetzt V. Ich weiß, man sollte nicht einfach so reinrennen. Das ist auch ein Zombie. Ich weiß ja, ob die sich jetzt ein bisschen besser verhalten, weiß ich auch nicht. Ja, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass der sie wow. total den Survival hier frisst an. Friss Samen! Echt jetzt? Oh, wir bluten. Use. Okay. Jetzt bluten wir eigentlich nicht mehr. Genau. Ich glaube, wir können eigentlich den Scheiß hier mal rausschmeißen. Das brauchen wir alles gar nicht. Und was wirklich nervig ist, muss ich echt sagen, was bei dem Spiel wirklich nervig ist, ist, dass man hier so mega auf diese scheiß Blutgruppen und so achten muss. Und das ist, glaube ich, das, was dem Ganzen so ein bisschen das Genick bricht. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so ist. Ich habe weder ein Blutpack jetzt benutzt noch sonst irgendwas. Muss ich alles mal gucken, ob es sowas überhaupt gibt. Ernsthaft. Green Cargo Pants, das klingt noch viel besser als der Mist. Noch ein bisschen mehr Platz. Was haben wir denn hier? Wo ist schon Goyo, ich dich? Was bist du denn? Ja, genau, ganz wichtig. Jetzt hier bei der Zamp, gerade jetzt.
irgendwo hier. Oh. Okay, wir machen mal ein bisschen vorsichtiger. Wir werden uns mal das Third Person ein bisschen zur Nütze ziehen. Wie es halt einfach losruckelt. Die Performance von dem Spiel. Oh. Lass mich. Sie steht halt einfach da rum. Boah. Ja, schön. Nu? Habe ich hier irgendwie sogar... Ja klar. Natürlich ist es auch anders sein. Steht doch noch eine, oder? Man kann nicht über die Mauer gucken. Jetzt wurden wir hier von einem einzigen Zombie. Hä? Die Sounds sind komisch. Kopfhörer habe ich aber richtig an, weil da vorne steht doch eigentlich der Zombie und diese Geräusche, die sind wie, als wären die hier in dem Zaun. Oder ist da noch einer? Die Alte läuft da drüben. Also muss hier ja noch einer sein. Nö. Das ist ja mal ultra komisch. Naja. Da hier drüben läuft sie. Boah, ich glaube, umso näher ich, umso weiter rein ich in die Stadt komme, umso mehr ruckelt das hier. Echt, die Performance bei dem Spiel. Ja, ist halt auch mal, ne? Auch mal Engine. Moment, also ich sack gerade alles ab. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. So, bin ich mal eine kleine Qualität. Also ich habe hier meinen Aufnahmeknopf auf dem Zoom-Knopf. Das ist ja doof. Es ruckelt immer noch. Das ist ja Wahnsinn. Boah, ich mach nochmal einen Cut. So, naja, sieht doch schon besser aus. Ich bin jetzt echt, ich habe die Grafik so weit runtergestellt. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also performance-technisch ist das Spiel wirklich ultra beschissen. Jetzt hat sich natürlich in der Zeit, wo ich hier rumgestellt habe, der Zombie schon wieder in unsere Richtung aufgemacht. Hier haben wir nichts, und das ruckelt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Hallo? Jake. Oh, was ist denn das? Das war doch was Wichtiges. Das ist doch Morphin oder sowas, ne? Okay, das ist gut. Das sind Pfirsiche. Aber dazu brauchen wir natürlich erstmal einen Dosenöffner. Ein Dösenöffner mit Öl. Dösenöffner. So. Das hier könnten wir mal taken und mal zerreißen.
Geht das nicht mehr? Oh wow, man kann das angucken. Man könnte das mal zerreißen. Oder geht das jetzt nur noch mit Schere? Ach guck mal, das ist doch glaube ich eine Map, oder? Minimap. Ja, Karte. Ist alles immer so früher so wichtig gewesen, dass man dann die Karte auf einmal auswendig kannte, ja? Chano. Ich weiß noch damals Bandi, damit er mit uns gespielt hat, das sind irgendwo mitten im Wald, ist er gestorben. Da habe ich ihn aus Versehen abgeschossen. Das war noch in der Standalone. Da ist mir voll in die Kugel reingelaufen. Und der ist einfach blind, ohne Karte, ohne nichts, einfach wieder in den Wald reingelaufen und hat uns wiedergefunden. Faszinierend. Also fand ich echt faszinierend, dass der uns da wiedergefunden hat. Der hatte total den Durchblick gehabt. Ja, möchte gerne was trinken. Und hier sind, bin ich auch mal gestorben. Nach einem Feuergefecht. Da haben uns dann haufenweise Zombies angegriffen. Kann ich mich auch noch erinnern. Naja, wir haben schon viele komische Sachen hier so erlebt. So, na guten Tag. Wie sieht's denn aus? Ups. Ich habe schon mal die Maus verziehe oder so, wenn ich auf den Knopf drücken will mit dem Daumen. Ziehe ich schon mal die Maus weiter rüber. Cool. Nichts. Nichts. Thunfisch. Ich glaube, das war Thunfisch. Ich glaube. Ich könnte mal langsam aufstehen wieder. Oh, wie sich ein abzappelt, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hätte gern irgendeine Waffe. Irgendwas Nahkampf. Irgendwas. Keine Menschenseele hier. Hm. Das Spiel spielt leider keiner mehr. Großartig. Wenn man sich hier in die Server einloggt, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das spielt keine Sau mehr. Die spielen alle die Mod. Man findet auch viel zu viel Schrott. Man findet hier echt viel zu viel Mist, was man überhaupt nicht braucht. Was weder dem Spiel irgendwie beiträgt. Was will ich denn mit den ganzen Samen oder sowas? Kann man sich jetzt Felder machen oder was? Hab ich noch nie gesehen. Ich finde, man sollte sowas dann im Gesamten rausbringen. Wenn die sagen, hier, ey, jetzt könnt ihr Felder am Spiel machen, dann bringen wir die ganzen Sachen komplett raus, die Samen, bla bla, dann könnte man ein Patch bringen. Also, irgendwie machen die was falsch, die Leute. Ich weiß noch, wo man hier Klopapier sammeln könnte und man kann ja nicht mehr kacken. Verstehst du, was ich meine? Totaler Schwachsinn. Ja, ich fühle mich langsam verarscht, ja. Ach, aufs Dach gehe ich jetzt nicht, das ist Quatsch. Ich glaube, hier in der Standalone findest du nichts auf dem Dach, das ist alles Quark. Huch. Komm, lass mich raus. Ich habe nichts gefunden. Ich habe keine Nahkampfwaffe, nichts. Kann mich nicht wehren.
Na super. Ein Königreich für ein Loch an der Wand.